Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part. Ich habe gerade die Zahl nicht im Kopf. Und diesmal im Titelscreen, weil ich die DLCs dazu runtergeladen habe. Einmal das Paket 2 mit der Ballade der Recken. Den Text könnt ihr euch hier selbst durchlesen, weil es sind mehrere Texte. Und wir wollen unser Zeit ja nicht so viel verbrauchen für diesen Part. Wir haben ja noch ein paar Nebenquests zu erledigen. Hühner, glaube ich, waren in der letzten Folge dran. Und hier ist das Paket 1, die legendären Prüfungen. Ich glaube, die kann man beim Masterschwert machen. Das gibt es in diesem Spiel, denke ich auch. Es wäre sonst auch kein richtiges Zelda-Link, wenn es nicht irgendwie ein Bannenschwert oder ein Masterschwert geben würde. Mit diesem DLC ist es sogar bestätigt. Es gibt sogar einen Master-Modus, das ist quasi so eine Art Hardcore-Modus, wo man sehr viel ja, Geschick braucht und Mut, um das zu erreichen halt. Um das Ziel zu erreichen, weil der Schwierigkeitsgrad ist quasi enorm erhöht und weiter weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mich ja auch hier diesbezüglich wieder nicht mit Absicht nicht so viel informiert, nur das durchgelesen, was hier halt steht. Und beim Kauf, ja, man musste das kaufen. Ich glaube aktuell für 19,99 im E-Shop diesen Erweiterungspass, aber ich hatte ja noch Guthaben, deswegen ging das. Das ist hier ein, was ich gelesen habe und was ihr jetzt hier auch lesen könnt. Das ist etwas, was ich wirklich gerne haben will. Ein Teleportmedaillon. Das könnte einiges erleichtern. Ich weiß es nämlich jetzt nicht, weil ich ja bloß das vom Text her kenne, ob es beim Masterschwert zum Beispiel einen Teleporter hingibt, weil das soll irgendwo in den verlorenen Wäldern liegen und die scheint es halt hier zu geben. Vielleicht muss man da ja ähnlich wie in Twilight Princess oder Queen of Time öfter zu dem Masterschwertplatz hin und dann wäre so, ich weiß nicht, ob es da halt einen Schrein in der Nähe gibt, womit wir uns dann hin teleportieren können, weil ansonsten wäre dieses Teleportmedaillon dafür gut. Also, soweit ich hier raus lesen kann aus dem Text, kann man halt damit selber entscheiden, wo man einen Teleporterpunkt setzen kann. Auf der Karte quasi. Oder man muss vor Ort sein, das kann natürlich auch sein. Aber dazu muss man das einfach finden. Es wurde jetzt mit Hilfe des mit der Installation des DLCs quasi ins Spiel hineingefügt. Aber wir müssen jetzt noch den Fundort dafür finden. Und hier ist nur ein Tipp dazu. Am Stall von Südakala soll es ein Buch über diesen Gegenstand geben. Das heißt, wir müssen uns Südakala merken, denn die Stadt oder das Dörfchen kennen wir noch nicht. Wir haben bloß bisher den Stall von den Zwillingsbergen. Also sind wir noch nicht so weit. Da sollten wir aber bald hin. Sobald wir die Stadt, das Dorf Akala mal erreichen, in der Story sollten wir unbedingt dran denken, ah, hier gab es irgendwo das Teleportmedaillon. Oder zumindest ein Buch, was uns den Weg zeigt. Gut, weiter. Oh, es gibt eine Krogmaske. Können wir uns tarnen. Oh, und Schätze. Es gibt die Majora's Mask. In den Hyrule-Stall-Ruinen. Wow. Kenne ich noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht gesehen. Aber wir sind auch erst am Anfang. Und Erweiterungspass-Items. Auf dem vergessenen Plateau wurden drei Schatzkisten mit exklusiver Ausrüstung und nützlichen Items hinzugefügt. Es ist jetzt ja nur nicht so, dass das vergessene Plateau riesig ist. Das ist das Gebiet, wo wir unser Tutorial quasi hatten mit dem alten Mann. Beziehungsweise dem König. Gut, dann setzen wir mal das Spiel fort. Am 21.05. haben wir zuletzt gespielt, heute schon der 23. Ist da. Wow. Ja,
Gestern bin ich leider nicht dazu gekommen, musste ich halt ein paar rendern, die ich schon vorbereitet hatte, damit ich sie dann auch hochladen kann entsprechend. So, mal sehen. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß nur irgendwas mit Hühnern. Genau, hier sind wir in Kakariko. Und der Typ. Es gibt 10 Hühner, die hier im Dorf liegen. 3 sind nur da. Nebenaufgaben, Teleportation. Oh. Ah, die ganzen DLC-Sachen. Ja, Feengewand. Cool. Geisterhafte Rüstung, das klingt cool. Ich würde sagen, da gucken wir nachher mal rein. Jede Menge Aufgaben, die hier gerade reinploppen. Danke. Aber langsam reicht's. Ah! Die Rüstung des Bösen. Oh. Können wir den Ganondorf spielen oder wie? Einen Butterapfel, wie Mutter ihn immer gemacht hat, eines von Prickos absoluten Leibgerichten. Dafür brauche ich dann einen Apfel und Ziegenbutter. Oh, mir ist die Ziegenbutter ausgegangen. Ich bin eine schlechte Tochter. Ich mache alles falsch. Ich werde nie wie meine Mutter. Wo kriege ich Ziegenbutter her? Muss ich eine Ziege melken oder wie? Vor allen Dingen, warum habe ich noch nicht ein Huhn gesehen? Mal überlegen. Wir müssen doch irgendwo Hühner sein. Ich meine, wenn hier 10 Hühner sein sollen. War hier nicht gerade irgendwas? Mal gucken, ob hier jemand drin ist im Haus. Hallo? Hallo? Hier mag jemand Frösche. Sonst ist keiner drin. Gehen wir wieder raus. Und nein, ich möchte hier nichts klauen in den Häusern. Wow. Aber ich will auch nicht runterfallen. Kann ich hier rauf? Tatsächlich. Tatsächlich, ich kann hier rauf aufs Haus. Cool. Es gibt natürlich einen besseren Überblick. Okay. Warte, da ist ein Huhn. Wer ist denn da? Hä? Jetzt hör mir mal gut zu. Meine Frau liebt diesen Pflaumengarten. Du kannst nicht einfach so darin herumtrampeln. Ja, tut mir leid. Was machst du hier mitten in der Nacht? Ich verrate dir was. Eine gute Verteidigung braucht starke Beine. Daher renne ich jede Nacht. Schließlich lässt die geheime Kunst der Verteidigung nur durch unablässiges Training erlernen. Seit langer Zeit wird in einem Schrein in diesem Dorf ein Meister der Schwertkunst verehrt. Es heißt, dass man die geheime Kunst der Verteidigung erlernt, wenn man seine Prüfung besteht. Allerdings weiß niemand so genau, was das für eine Prüfung ist. Wie dem auch sei, ich trainiere immer so hart ich kann, damit ich bereit bin, mich jederzeit dieser Prüfung zu stellen. Ah, ich verstehe. Und trotzdem tut's mir leid, ich musste da aber hin wegen dem Huhn. Komm, Huhn. Ist noch so ein Frosch. Mögen die Frösche? Glitzert was. Zählt doch, oder?
Insgesamt sind es 10. 4 sind da, das heißt 6 Stück müssen wir noch suchen. Gut, gut, gut. Das reicht mir als Hinweis. Ein Rüstling, ah. Oh. Komm mal mit. Bam. Das ist wie in der OOT Kakariko-Stadt. Die Quest mit den Hühnern. Die hier will Ziegenbutter, die. Ich weiß nur nicht, wo ich hier nach Hühnern suchen soll. Verlasse ich hier jetzt die Stadt oder wie? Hühnchen? Das sieht aus fast wie so ein Grab und. Oh, was ist das? Ein Eisenhammer, okay. Da unten ist ein Tempel, also so ein Schrein. Da ganz hinten ist ein Turm und dazwischen liegt noch so ein Schrein. Was ist das da unten? Ist das eine Savanne? Weil es so wenig Bäume sind. Da ist Schloss Hyrule. Gut, aber ich suche jetzt eigentlich eher ein Hühnchen. Ich gebe zu, die Quest ist schwerer als erwartet. Weil das Dorf hier, die Stadt ist so groß. Sender. Ein Bogen. Ich will nicht einfach so irgendwelche Sachen klauen. Wobei, es wäre ja kein Clown. Es liegt ja hinter dem Haus rum. Glühwürmchen. Da ist noch ein Huhn. Yay! Wo müssen wir hier lang? Was ist das da im Wasser? Eine Schleichschnecke. Süßwasserschnecke mit großem Spiralgehäuse, die nachts wie ein Glühwürmchen leuchtet. Als Kochzutat schärft sie die Sinne, sodass man lautlos, dass man sich lautlos fortbewegen kann. Aber anders als damals in OOT finde ich es gut, dass die Hühnchen hier einfach von alleine weggehen. Nein, nicht von, dass die Hühnchen nicht weggehen, sondern bleiben. Okay, hier ist ein Huhn, da ist ein Huhn. Aber wo ist der Typ mit dem Hühnerstall? Da. Ich gebe zu, das Dorf hier ist etwas verwirrend. Kürbisse, yay. Ich weiß, dass hier ein Huhn steht, aber ich wollte das Huhn da haben. Da muss ich wohl von oben. Weil ich kann ja klettern. Ach, hier, genau, hier war der Eingang da. Von da sind wir gekommen. Komm her, Huhn. Sorry, ich muss hier mal durch. Hühner Express. Sie haben einen Huhn bestellt. Lebendig und frisch. Es flattert sogar noch rum.
So, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber ich glaube, uns fehlen noch vier oder so. Vier oder drei. Müssten uns jetzt noch irgendwie fehlen. Aber der Typ schläft gerade. Hier vielleicht noch eins. So, ein Huhn hatte ich jetzt da, noch eins war hier. Das Gute ist, man kann Hühner hören. Also selbst wenn sich eins hier irgendwo versteckt, können ein Huhn hören. Oh, es wird schon 3:30 Uhr. Ui. Trotzdem sehe ich hier nirgendwo Hühner. Außer du. Also ich glaube, so schwer war die Hühnerquest noch nie. In Kakariko. Wie in diesem Teil. Ich weiß, dass hier der Schrein ist. Oh, hier geht's weiter. Ich wollte aber mal gucken. Wenn sich da vorne ein Huhn hin verirren kann, kann sich hier auch ein Huhn hin verirren. Hier sieht es also grau und tot aus. Ist das... Ach, von dem Blickwinkel nicht. Nur von dem hier. Durch die Sonne. Puhu. Bin ich denn hier? Ich bin hier irgendwie in einem Wald. Eine Brücke. Und was bist du? Was ist das? Das hier sein. Ich kann damit hiermit nicht interagieren. Soll das so? Vielleicht ist das irgendwas Storybedingtes, was erst später rankommt. Oder warte mal. Genau. Impa hat doch so eine Kugel. Das hier sieht aus wie ein Platz für die Kugel. Weil hier kommt eine Kugel rein, eindeutig. Fehlt so ein Informationsmodul. Eindeutig, hier kommt eine Kugel rein. Das kennen wir schon aus einem Dungeon-Rätsel hier. Das heißt, ich wette mit euch, hier kommt die Kugel rein, die bei Impa liegt. Aber noch will sie mir die ja nicht geben, also muss das irgendwas Story-bedingtes sein. Was ich erst später erreichen kann, wenn ich irgendwas Bestimmtes ausgeführt habe. Ich würde echt gern mehr über die Story da. Ich weiß absolut nicht, wo ich hier bin. Sollte ich da einfach so hingehen? Das... Warte mal, da ist eine kleine Fee. Ist das etwa die Feenquelle? Weil das ist eine kleine Fee. Das sieht aus wie Navi. Guten Tag.
Guten Tag, kleine Feen. Was haben wir hier für ein Kraut? Schleichglöckchen. Kann ich auch eine Fee einfach so mitnehmen? Wenn die so tief fliegen, meine ich. So wie die da. Die sehen irgendwie süß aus. Da. Seht euch da eine kleine Fee an. Nein, 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 nein. Ja, ich kann sie mitnehmen. Eine Fee! Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Anders als Glühwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Man kann sie echt so mitnehmen. Man braucht keine Flaschen. Komisches Gewächs. Untersuchen wir das mal. Du. Junger Mann. Bitte höre mich an. Okay. Ich bin die große Fee Cortuna. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir. Schnell! Tut mir leid, ich habe noch keine 100. Gut. Lass uns mal schnell nach Kakariko gehen. Wir machen Gräser kaputt, aber ich glaube, aus Gräsern bekommt man in diesem Spiel hier keine Rubine mehr. So wie aus dem anderen. Gut. Ich sehe aber gerade, der Part ist zu Ende gleich. Ich positioniere mich nochmal. Wir stellen uns zu dem Huhn. Als Zeichen, dass wir im nächsten Part die Quest weitermachen müssen mit dem Huhn. Also, Hühnerlink und ich wünschen euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Seid immer lieb zu Hühnern. Bis dann und ciao. Euer Chivo Solaro und Hühnerlink.